Es ist etwas passiert. Scheint eine Explosion gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords... Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khalid Al-Assad, Vizekommandant, der Verantwortliche. Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei ND058680. Sofortige Evakuierungsmaßnahmen innerhalb der Kampfzone angeordnet. Kontaminationszentren werden eingerichtet und sind innerhalb von 2 Stunden voll einsatzbereit. Das Personal wird angewiesen, den IM-20AGU-Dosimeter zu überprüfen und den Grad der Strahlungskontaminierung zu messen. Personen mit stark erhöhten Werten werden aufgefordert, sich schnellstens unter medizinische Aufsicht zu begeben.